Schönen guten Tag, mein Name ist Tobias Bohnhoff, ich bin Gründer und Geschäftsführer von ShipZero und ich möchte gerne heute mit Ihnen über das Thema Transportemissionen sprechen. Das Thema ist möglicherweise etwas größer und relevanter für Sie, als vielleicht einige vermuten. Und deswegen würde ich gerne die Hälfte meiner Zeit dafür nehmen, Sie für diese Thematik zu sensibilisieren. Und mit dem Rest der Zeit würde ich Ihnen gerne unsere Software- und Servicelösung ShipZero ans Herz legen, die Ihnen dabei erheblich weiterhelfen kann. Fangen wir einmal ganz kurz an. Zumindest einige von Ihnen tun dies sehr regelmäßig, nämlich Transportleistungen in großen Mengen einkaufen. Und das sehen Sie hier, wenn man sich mal die Entwicklung der Emissionen nach Sektoren in der EU anguckt, dann sind alle transportbezogenen Emissionen deutlich angestiegen in den letzten 30 Jahren, während alle anderen Sektoren es geschafft haben, zu dekarbonisieren, Emissionen zu reduzieren. Woran liegt das? Wir haben durchaus sehr viele Effizienzgewinne in der Logistik. Wir sind von Euro 1 bis bald Euro 7 durchgelaufen. Es liegt einfach am Volumen. Es wird immer mehr transportiert und das macht es zum großen Problem. Und da ist natürlich auch der Einkauf eine sehr relevante Größe. Und jetzt verändert sich aber eine Sache, die sich in den letzten 30 Jahren eben nicht verändert hat, und das ist der Preis. Was Sie hier sehen, ist der EU-Emissionspreis aus dem Handelsschema, der sich alleine in diesem Jahr um 130% gesteigert hat und jetzt bei über 60 Euro liegt. Das ist eine Schattenkostenposition, die erhebliches Ausmaß annehmen wird. Ich gebe mal ein Rechenbeispiel. Wenn dieser Preis bis 2030 etwa auf 180 Euro ansteigen wird, was so die Projektionen vom Potsdam-Institut oder vom Umweltbundesamt sind, dann reden wir hier von einer Gesamtbelastung für die Industrie von 600 Milliarden Euro pro Jahr. Das heißt, das wird sich auch auf finanzieller Basis dann auswirken und wird eben ein sehr, sehr relevantes Thema auch dann für den Einkauf werden. Was kann man jetzt tun? Wir nennen das Emission Governance und das ist eben ein sehr, sehr relevanter Punkt auch für Transporteinkäufer, das Risiko, das ist Carbon Risk letztlich zu reduzieren. Was heißt Emission Governance? Das ist jetzt ein schönes Wort. Was verstehen wir darunter? Ich mache es mal ein bisschen plakativer anhand von vier Fragen, die Sie sich stellen können. Tun wir überhaupt irgendwas mit oder zu unseren Transportemissionen? Also erfassen wir die überhaupt? Sprechen wir mit unseren relevanten Transportpartnern, wenn wir das ja das meiste davon externalisiert haben wahrscheinlich? Ist dieser Prozess dann regelmäßig und effizient? Und können wir aus diesen ganzen Vorgängen sehr, sehr klare Maßnahmen zur Dekarbonisierung eigentlich ableiten, die dann im Einklang mit unserer Klimastrategie stehen? Wenn Sie jetzt sagen, jein, weil bei einigen Punkten dann bin ich mir nicht so ganz sicher, oder zumindest kein inbrünstiges Ja jetzt zu allen Fragen nennen können, dann habe ich da möglicherweise was für Sie, und das ist ShipZero. Was heißt ShipZero oder was machen wir? Wir gucken uns das Ganze aus einer Emission Intelligence Perspektive an. Das heißt, letztlich machen wir nichts anderes als viele andere Startups und meine Vorredner auch. Wir führen verschiedene Daten zusammen. Wir nehmen Daten aus Ihren Auftragsinformationen, aus Ihren Transportaufträgen und matchen die mit externen Partnern, Ihren größten und relevantesten Transportpartnern, aber auch vielen externen Informationen, die eben verfügbar sind, und bilden daraus ein Modell, was einerseits Ihnen natürlich einen Überblick ihrer Emissionen gibt, aber auch sehr, sehr aktionsorientierte Hinweise, wie man dekarbonisieren kann. Und ich will Sie jetzt ganz kurz im Schnellflug durch unser Tool mitnehmen, was wir da so anbieten. Wir fangen an, quasi auf der obersten Ebene natürlich so eine Art Management-Cockpit, wo Sie die relevanten KPIs zum Thema Emissionsmanagement nachvollziehen können. Das heißt, Sie sehen die absoluten Emissionen, Sie sehen Trends, wie sich das entwickelt, wie sich das über verschiedene Verkehrsträger global in Ihren Transportketten auffächert, und Sie sehen vor allen Dingen auch, was das für einen Schattenpreis letztlich bereits gibt. Kleiner Hinweis dazu, ab dem 01.01.2022 wird beispielsweise der maritime Seeverkehr in der EU eben auch unter diesen gerade gesehenen Handelspreis oder Handelsschema fallen. Die weiteren Sektoren werden da sehr, sehr bald folgen. Der nächste Schritt, um jetzt etwas aktionsorientierter aus dieser Übersicht zu werden, ist dann natürlich, sich anzugucken, wer sind denn eigentlich meine relevantesten Partner? Also mit wem setze ich eigentlich die meisten Emissionen um? Und auf der anderen Seite, wie verhalten die sich eigentlich gegensätzlich? Wenn ich da einen fairen Vergleich hinkriege, und das geht nämlich über die Emissionsintensität, das heißt, Sie normalisieren Strecke und Gewicht, das Sie transportieren, raus und gucken sich dann in genau diesem Vergleich eben Ihre Partner an,
und können damit auch ganz, ganz konkret A, Ziele ableiten, weil sie sehen das Delta zwischen meinem Besten und Schlechtesten. Sie sehen aber auch ganz konkret, mit wem sie sprechen müssen, um ihre Ziele zu erreichen. Der nächste Punkt ist dann noch eine Ebene tiefer, nämlich die Ebene, auf der wir Daten erheben, auf der wir Daten auch berechnen. Das sind dann wirklich einzelne Transportrelationen, die wir sehr, sehr granular auf Transportabschnittsebene nachvollziehen. Zwei Benefits da für Sie. Einerseits, Sie haben eine sehr, sehr granulare und valide Datenbasis, die Sie natürlich auch fürs Reporting nutzen können, das heißt für Ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung. Auf der anderen Seite ist das die Grundlage für das, was wir dann im Wesentlichen tun wollen, nämlich aktionsorientiert Emissionen reduzieren. Und das ist die nächste Ebene. Und da gucken wir uns verschiedene Dimensionen tatsächlich an. Also einerseits, was kann ich auf einer einzelnen Trade Lane, auf einer einzelnen Transportverbindung eigentlich reduzieren? Möglicherweise durch einen Modalwechsel, möglicherweise aber auch einfach nur, indem ich mir mal angucke, wie verschiedene meiner Partner da performen. Ich kann mir auch angucken, kann ich möglicherweise Fracht konsolidieren? Habe ich da die Möglichkeit, überhaupt zu vermeiden? Und einer der wichtigsten Punkte ist sicherlich die erneuerbare Energie, nämlich da zu gucken, kann ich simulieren tatsächlich, was passiert, wenn ich jetzt batterieelektrische LKWs beispielsweise in gewissen Regionen einsetze? Das sind alles sehr, sehr spannende Themen, die Sie mitnehmen können, beispielsweise in der Kontraktlogistik, in der Vertragsverhandlung, natürlich auch in der Einkaufsverhandlung, in der Ausschreibung, im Tenderprozess. Da haben Sie einfach eine gewisse Intelligenz dahinter, neutrale, fundierte Datenergebnisse, mit denen Sie bessere Entscheidungen treffen können, sodass Sie auch das Thema Emissionen und Nachhaltigkeit im Einkauf von Transportleistungen besser berücksichtigen können. Damit möchte ich auch schon enden. Ich würde mich freuen, wenn Sie zu unserem Stand kommen, der ist... Da laufen Sie direkt drauf zu, wenn Sie hier aus der Halle rauslaufen. Und ja, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Let's Ship Zero together. Ja, herzlichen Dank, Tobias Bonhof von Ship Zero.